Wir sind hier tief im Inneren vom Gotthard. Man könnte sogar fast sagen, wir sind nicht auf dem Gotthardpass, sondern unter dem Gotthardpass, dem legendenumrankten Berg, in einer ehemaligen Artilleriefestung der Schweizer Armee. Die war bis 2001 streng geheim. Auch da hat es einen Haufen Legenden gegeben im Schweizer Volk. Das hat tiefe Spuren hinterlassen in der Volksseele, dass dem Gotthard so geheimnisvolle Anlagen hat, tief im Berg innen. Die kann man jetzt anschauen. Wir sind in einer Kaverne, rein, wo wir ungefähr 150 Meter Fels über dem Kopf haben. Die Kaverne ist fast gross wie eine Kirche, eine Kathedrale. Ursprünglich war in diesem Teil der Festung ein Spital drin. Man kann also sagen, man ist früher da drinnen medizinisch kuriert worden. Heute haben wir in dieser Kaverne die wunderschönen Riesenkristalle. Auch das ist ein Geheimnis aus dem Gotthardgebiet, wo solche Schätze im Inneren des Berges schlummern. Und heute könnte man sagen, wird man in dieser Kaverne vom Kristall kuriert. Also Energie war immer ein grosses Thema im Gotthard. Und zwar interessanterweise, wenn man das im übertragenen Sinn anschaut, schon zur Zeit, wo die grossen Poeten Grand Tour gemacht haben auf den Gotthard rauf und von dieser Naturlandschaft da oben in diesem Weg geladen worden sind, dass sie die schönsten Poesien verfasst haben. Sei es der Goethe oder der Alessandro Volta. Oder da gibt es eine ganze riesige Liste davon. Später haben wir das Gotthardgebiet entdeckt als Produktionsstätte von Wasserkraftwerken. Gerade vis-à-vis da ist die Staumauer vom Lucendro-Stausee, den man in den 50er Jahren gebaut hat. Aber rund um das Gotthardmassiv herum hat es ganz grosse Anlagen, Göschneralp, Kraftwerk Amsteg, natürlich den Rheintomsee nicht zu vergessen. Und für das Militär in dieser Festung war Energie überlebenswichtig. Weil die Idee war, dass dort unten 500 Mann sechs Monate unabhängig von der Aussenwelt überleben können. Und was macht man, wenn keine Energie mehr von außen her zugeführt werden kann? Man produziert mit diesen Generatoren den Eigenbedarf gerade selber. Da drinnen sind mehrere 10.000 Liter Diesel gelagert worden, um eben sechs Monate lang Notstrom selber produzieren für die ganze Anlage. Wir sind ein kleines Team, das die Gotthardfestung betreibt, den Sommermonat durch, weil im Winter kann man gar nicht da, ist tief eingeschneit alles. Wir haben allerlei Aufgaben, wir betreuen Gäste, wir machen die Führungen, kümmern uns um die Seilbahn, die wir noch sehen in dem Stollen, schauen, dass es um Kristall gut geht, die ganzen Ausstellungen gestalten, weiterentwickeln. Wir sind sozusagen die letzten Hüter des Redui. Und wir hüten aber nicht nur das Redui, sondern auch das Wasser, das es hier im Gotthard oben hat. Gotthard ist ja eine Wasserscheide in alle Himmelsrichtungen und wir haben eigene Quellen in dieser Festung. Und das Wasser, das wir dort gönnt in diesen Quellen, können wir hier abzapfen. Das ist also nicht ein Bierhahn, den wir hier haben, sondern das ist Sassowasser frisch ab Quellen. Und das sind die, die Festung gebaut haben, sicher froh gewesen, dass sie während dem Bau so Wasser abgebohrt haben. Weil wenn man 500 Mann sechs Monate hier unten unabhängig von der Aussenwelt überleben lassen, dann ist die Wasserversorgung etwas vom Wichtigsten. Und das Wasser, das die damals beim Bau abgebohrt haben, das liefert uns auch heute noch das Trinkwasser. Und darum kommen unsere Gäste, wenn sie hier einen Kaffee trinken, Gotthardwasser über. Wir dürfen nicht sagen, es sei Mineralwasser, weil es hat praktisch nichts drin. Es ist quasi H2O pur, das wir hier haben. Wir sind dann noch einen halben Kilometer tiefer in den Gotthard hineingegangen, in einem Verbindungsstollen, der immer ein bisschen ansteigend ist. Und von jetzt an muss man aber nicht mehr zu Fuß die Steigung machen, sondern in diesem Schacht innen haben wir eine Bahn drin, die auf Originalgleis fährt von den 40er Jahren. Hallo, da geht gerade die Zählbahn ab. Ja, ich hatte da noch ein bisschen Proviant für unterwegs. Mit dieser Bahn, die fährt auf Gleis aus den 40er Jahren. Der Wagen ist aber neu gesehen und wir haben auch das Kabel erneuert, das die Bahn aufzieht. Wollen wir ihn da schnell abfahren, weil das sauset ziemlich laut. Voilà. In diesem Schacht haben wir eine Höhendifferenz von 80 Metern. Das ist etwa so viel, wie bei einem 25-stöckigen Gebäude die Stegen aufgehen. Zu Fuss wären es 500 Stegentritte da drauf. Wir hören jetzt die Metro del Sasso da aufrumpeln. Da gehen Gäste holen oben. Und wenn man sieht, wie der Schacht aufgeht, ist sicher manchmal froh, dass er da nicht die Stege durchauf muss. In diesem Berg sind wir auch nicht ganz alleine. 1000 Meter unter dem Gleis dieser Bahn geht die Röhre durch vom Gotthard-Strassentunnel. Und noch einmal 40 Meter tiefer ist ein Kraftwerk gestohlen. Und dann sieht man, wie der Gotthard wieder auf allen Niveaus durchlöchert ist.
Wir sind da schon 100 Meter höher oben als an der Kasse, weil die Anlage auf 3 Niveau entstanden ist. Auf dem Niveau, wo wir da sind, hat es auch Unterkunftstrakt, es hat Munitionsmagazin, da sind fast 500 Tonnen Granaten eingelagert gewesen. Und wenn ihr das Rohr da anschaut, das Ding ist 6 Meter lang und 3 Tonnen schwer. Man kann also durchaus behaupten, dass im Gotthard innen, mitten im Hardrock, jede Menge Heavy Metal eingelagert und eingebaut worden ist. Schön, dass ihr mit mir auf die Entdeckungstour gekommen seid, durch die verborgene Welt im Inneren des Gotthard. Und ich sicher bin, dass jeder Besucher auf seine ganz eigene Art ein bisschen der Seele des Gotthard auf die Spur kommt. Das ganz Besondere, was wir hier oben haben, im Berg innen oder da draußen, wenn ihr das wunderschöne Panorama anschaut. Ich verabschiede mich von euch, ich muss zurück in die Stolle. Wir haben so viel zu tun da drinnen, in dieser 3 Kilometer langen Anlage, dass es einem hier nie langweilig wird. Bis auf ein anderes Mal.